Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix hier bei eurem Tritaldo. Wir haben in der letzten Episode angefangen, die Organisations 13 Mitglieder zu kloppen, also die Data Battles. Und das lief leider nicht ganz so schön, wie ich das gerne gehabt hätte. Für die heutige Episode brauchen wir Ethers. Haufenweise Ethers. Bei Sora ist Ether voll. Für diese Episode möchte ich allerdings auch bei Donald und Goofies die Ether ausrüsten. Denn die werden uns gute Dienste leisten. Ihr seht, ich habe auch mal offscreen Ether gekauft, wie nichts Gutes. Mit der Kohle, die ich habe, ist da kein Problem. Und die Kohle kommt einzig und alleine vom, vom Farmen von... okay, Sora ist eh fertig. Das ist gut. Das kommt einzig und alleine vom Farmen von Materialien. Ihr seht, bei den Pilzen habe ich Drivers bekommen, wie nichts Gutes. Apropos Driver. Für Demix würde ich euch raten, hier erstmal in Überform zu gehen. Vielleicht nochmal rein und raus gehen. Ich würde euch an sich einfach raten, den Kampf mit Demix... Achso, nee, warte mal, ich habe mich nicht zurückverwandelt. Ich würde euch einfach raten, den Kampf mit Demix immer in der Überform zu beginnen. Also, ja, einfach bevor ihr startet. Und für Demix würde ich euch raten, legt Feuer auf eine Shortcut. Ihr braucht nämlich einen Haufen, Feuer für diesen Kampf. Donald und Goofy auf Gefolgsmann, damit sie sich nicht einmischen. Schlüsselschwert ist eigentlich egal. Ihr könnt natürlich mit der Flammenfessel rangehen für noch mehr extra Damage. Ich mache das aber alles mit Ultima. Das geht nämlich auch mit Ultima ohne Probleme. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir beginnen aber einfach mal direkt. Denn auch Demix hat ein paar neue Tricks. Demix hat nämlich auch eine Handvoll neue Tricks im Repertoire. Für den Anfang ist es nämlich so, dass ihr, wie ihr sehen könnt, nicht mehr einfach so mit auf die Gegner draufhauen könnt, um das, die Note einzusetzen. Dafür müsst ihr den Gegner mit Eis angreifen. Das ist eine Möglichkeit, um die Gegner zu killen, wird aber später problematisch und ich benutze eigentlich lieber Feuer. Denn wie ihr seht, Feuer zerstört die Viecher instant. Darum habe ich auch so viele Ether ausgerüstet. Hier würde ich euch dann ansonsten raten, da ihr schon seht, die Zeit langsam etwas knapper wird, dass wir mit der Waisenform arbeiten. Denn die Waisenform kann sich hier unglaublich schnell durch die Lakaien durchbrennen. Und wenn Goofy mitspielt, kriegt ihr auch noch einen Haufen MP davon, durch ihn. Für ihn, solange ihr eure Combo-Abschlüsse nicht einsetzt, könnt ihr euch hier unglaublich durch seine Lebensenergie fressen, ohne dass er sich überhaupt wehren kann. Zumindest eine Zeit lang. Jetzt hat die Sau mir natürlich Donald gekillt. Und dann machen wir das gleiche wie vorher. Kontert natürlich irgendwann. Dann machen wir den hier und starten das ganze Spiel wieder von vorne. Er wird sich jetzt nicht mehr davon erholen, denn sobald seine Energie auf Null ist, kommt er wieder mit einer Dance Water Dance Phase. Und hier ist jetzt die Waisenform essentiell. Denn er wird jetzt hier spammen wie nichts Gutes. Ihr seht 45 Lakaien in 30 Sekunden. Und er kommt hier noch mit einer ganz radikalen. Und zwar haben wir sie hier. 13 in 30, das ist eigentlich nett. Hier sind sie. 99 in 30 Sekunden. Hier müsst ihr eure MP im Auge behalten.
Wenn Donald und... Also wenn Goofy nicht nachhilft, müsst ihr selber Ethers schmeißen. Aber ihr seht auch, das Töten von Lakaien hilft euch natürlich auch. Und damit haben wir dann auch Demix in ein feuchtes Grab gefeuert. Und ihr seht auch, meine Drive-Leisten waren fast aufgebraucht. Der Grund, warum ich euch empfohlen habe, hier die Form vorher einzusetzen, ist einfach, um sicherzustellen, dass der gute Demix, dass ihr nicht in der Anti-Form landet. Anti-Form oder eine falsche Form in dem Kampf kann euch den kompletten Kampf ruinieren. Ich würde auch mal sagen, für den nächsten Kampf brauchen wir Feuer nicht mehr. Darum stellen wir wieder zurück. Eisgar wäre ganz gar nicht schlecht, aber ich mache einfach wieder Blitzgar. Ich brauche Magnega für einen Fight. Wobei, ich kann es eigentlich dann für den einen Kampf anmachen. Wir benutzen Vigram auf Shortcut. Einfach, damit ich es auch mal geshortcutet habe. Aber in erster Linie geht es haufenweise um Ethers. Und wenn wir gerade bei den Ethers sind, die nehmen wir den dreien jetzt wieder weg, weil... den beiden... Weil... Ich brauche die dann doch selber. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass die meine ganzen Ether-Vorrat verschwenden. Vielleicht gar nicht mal... Eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, den Potions zu geben. High Potions habe ich ja genug. Sollen sie sich durchfressen durch die High Potions? Bei den Bossen hier ist mir das gar nicht so ungelegen. Dann machen wir kurz eine Speicherung und dann machen wir gleich weiter. Der Grund, warum ich hier die Zwischenspeicherungen immer mache, liegt einfach daran, dass ich die Einstellung nicht jedes Mal machen muss, nachdem ich gegen einen Boss gekämpft habe. Und ihr seht natürlich, ich denke, ihr habt auch schon gemerkt, dass das ein bisschen editiert ist. Das liegt einfach daran, dass es angenehmer so ist für mich, das aufzunehmen. Für diesen Bosskampf wollt ihr wieder sicherstellen, dass ihr keine Combo-Plusse ausgerüstet habt. Ihr wollt eure Finisher so schnell wie möglich einsetzen können. Ansonsten ist Axel nämlich eigentlich der einfachste der Organisation hier. Und ich weiß, eine Menge Leute haben Riesenprobleme damit, aber hier gibt es eine ganz einfache, sehr, sehr gute Strategie und die zeige ich euch jetzt. Für den Anfang wollen wir bei dem Feuerheini erstmal auf eine Attacke warten. Das ist wichtig. Und wenn er sie gleich einsetzt, haben wir schon gewonnen. Die hier. So. Ach, verdammt. Ihr müsst schneller sein beim Ausweichen. Get Back hilft uns leider nichts. Und sobald wir ihn haben, wird er in die Wand springen. Wenn wir uns jetzt in die Mitte stellen und ihm ein Situationskommando verpassen, können wir ihm jetzt immer wieder schön auf die Fresse geben. Und er wird sich immer wieder in die Wand verpissen. Solange ihr euch immer wieder nach jeder Combo in die Mitte stellt, das ist wichtig, kann euch hier eigentlich nichts mehr passieren. Ich habe eigentlich schon gewonnen. Ich kann das nämlich unendlich so weitermachen. Er wird nämlich nach jedem... Er wird jedes Mal nach meinem Finisher in die Wand gehen. Und solange ich mich immer schön in die Mitte stelle, kann er mich nicht überraschen mit einem seiner Situationskommandos. Und ich laufe auch nicht Gefahr, dass ich in die Wand renne oder sowas. Also das ist schon wichtig, dass ihr immer wieder in die Mitte lauft. Dass ich mich jetzt hier nicht heile oder sonst irgendwas, ist ziemlich irrelevant. Der Boden frisst sich sowieso durch eure Energie. Also von daher, ihr müsst hier eigentlich keine Angst haben. Ihr müsst einfach nur mit dem Situationskommando arbeiten. Und ihr seht auch, das Klingrauschkommando macht auch sehr viel Schaden. Genauso macht natürlich auch mein... Ja, nee, macht gar nicht so viel Schaden. Den meisten Schaden mache ich durch meine Kombos wirklich. Ich hätte gerechnet, dass das mehr Damage macht. Aber ist auch egal. Denn wir können ihm jetzt immer schön weitergeben. Das Gute an der Strategie hier, die funktioniert auch genauso perfekt auf Level 1. Das einzig Wichtige hier ist, kann ich euch hier eigentlich auch gerade mal demonstrieren, wir machen es jetzt einfach mal. Eigentlich könnte ich ihn jetzt nämlich finishern. Die Sache ist nämlich die, wie ihr sehen könnt, ich kann ihn im Moment nicht killen. Ihr müsst das Situationskommando dann fertig machen, um den Boden auszumachen. Und dann können wir ihn auch killen. Oder in dem Fall chillen. Und das war Axel.
wahrscheinlich der einfachste der Organisation. Wobei es einen anderen gibt, der ihm... Ja, der mindestens genauso leicht ist. Und das wird der nächste sein, um den wir uns kümmern. Gutes hier, ja, ihr kriegt Magiesphären. Dadurch wird die Strategie auch immer effektiver, weil ihr immer mehr Schaden macht mit eurer Explosion. Aber gut, muss ich irgendwas umstellen für ihn? Luftkombo Plusse können vom Vorteil sein. Sind aber nicht notwendig. Ich mach's jetzt nur an der Sicherheit wegen. Und damit widmen wir uns Axels bestem Freund aus Kindertagen, dazu später mehr, nämlich Saix. Für Saix gibt es zwei Strategien, die ihr benutzen könnt. Eine funktioniert basierend auf Eisgar. Die andere funktioniert basierend auf Peter Pan. Ich habe die Peter Pan Strat schon mal gezeigt. Ich überlege gerade, ob ich euch die Eisgar Strat zeigen möchte. Wisst ihr was, wir machen das jetzt einmal. Ich denke nicht, dass ich ihn damit killen werde, aber ich einfach nur, damit ich es mal gezeigt habe. Danach killen wir ihn mit der Peter Pan Strat. Außer ich kriege ihn in die Peter Pan Strat, nachdem ich ein bisschen Eisgar gemacht habe. Das könnte auch gehen. Wichtig ist für den Anfang, im Gegensatz zu... Auch Saix hat neue Tricks gelernt. Im Vergleich zu seinem ersten Kampf wehrt er sich nämlich anfangs nicht. Was wir jetzt machen wollen, ist ihm erstmal einen Finisher verpassen, dann zweimal Eisgar. Und eigentlich müsstet ihr ihn dann kontern. Dann gibt es wieder eine Attacke. Zweimal Eisgar. Und solange ihr das aufrechterhalten könnt... Ah, okay, er ist freigekommen. Das wundert mich. Okay. Entweder habe ich was falsch gemacht oder sonst irgendwas. Wichtig ist hier, seine Situationskommandos sind hier deutlich schneller geworden. Und wisst ihr was, wir machen das jetzt mit Peter Pan. Und dann killen wir ihn jetzt auch damit. Denn hier kann er nun wirklich nicht freikommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich falsch gemacht habe. Damit die Eisgar-Strategie nicht funktioniert. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass ihr ein Combo-Plus dafür braucht. Das müsste ich jetzt ausprobieren. Ich habe die Strategie jetzt eigentlich mehr nur aus Erinnerung. Ach, verdammt. Da ist er mir entkommen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ja. Hier müsst ihr... Am besten immer landen. Ihr braucht jetzt einen Eisgar, damit er... Damit ihr ihn wieder rauskriegt. Also ich habe das Gefühl, wenn ihr eine Bodenkombo startet, habt ihr die Kombo versaut. Ihr kriegt ihn dann nicht wieder rein. Die Luftkombo Plus habe ich eigentlich nur reingetan zur Sicherheit. Ihr hört ihn auch ab und an, dass er kontern will. Aber ansonsten hat es jetzt Saix eigentlich erwischt. Das hätte dir in dem Fall auch nichts gebracht, mein Freund, denn die Wahrheit ist, das Einzige, was dir hier das Leben retten hätten können, wäre, wenn du selber einen Peter Pan gehabt hättest. Das tut mir leid für dich, aber... Das sollte nicht sein. Und er hier ist die einfachste Möglichkeit, um Schutzengel zu farmen. Die könnt ihr dann nämlich benutzen, um eure Verteidigung zu boosten, bis ihr unsterblich seid quasi. Ich hab
bei ihm vergessen, die High Potions wieder aufzufüllen. Aber er mag zwar einen Haufen davon verballert haben, aber die sind schon nützlich gekommen, denn Goofy hat mir das Leben gerettet. Gut, ich werde jetzt auch hier nochmal kurz zwischensichern und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten. Falls ihr euch jetzt wirklich fragt, ob ich jedes Mal nach jedem Kampf speichern gehe, dann ist meine Antwort wirklich tatsächlich ja. Denn ich behalte die Aufnahmen, ne? Die sind dann im Kasten und wenn die im Kasten sind, will ich das natürlich nicht irgendwie versauen oder so. Ich packe erstmal Folger auf unsere Shortcut, denn Folger ist hier unser bester Freund. Und wir werden das erste Mal auch die Überform dazu nehmen und werden in der Überform die Flammfesseln dazu holen für noch mehr extra Damage. Und dann verprügeln wir jetzt die Datenkonstruktion von Sexion und der kriegt richtig Fett aufs Maul. Sexion hat im Vergleich zu seinem Originalkampf keine neuen Tricks auf dem Kasten. Er ist auch der Einzige, bei dem ihr eure Freunde mit in den Kampf bringen wollt. Um zu sorgen, dass er sich nicht aus eurer Feuer-Kombo befreien kann. Hier funktioniert eigentlich wie beim letzten Mal. Ihr haltet einfach das Feuer aufrecht, solange bis ihr ihn auf... Ich glaube, ihr müsst ihn auf 4 Leisten runterschwächen. Ich glaube, vielleicht gehen 5 auch. Ich weiß es nicht so sicher. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Und ihr seht ja, er kann sich eh nicht wirklich wehren. Ah, doch, da hat er sich gewehrt. Danke. Kannst du mal aufhören mit der Scheiße? So, dann holen wir ihn wieder raus und machen das gleiche wie vorher. Mich wundert es, dass er sich befreien konnte. Vielleicht hätte ich doch besser die Flammenfesseln benutzt. Ich werde ihn jetzt noch runterbrennen, solange bis ich keine MP mehr habe. Dann macht ihr die Überform. Und ihr seht schon, wie sich das durch seine Lebensenergie frisst. Und damit haben wir auch ihn hier erledigt, denn wie wir alle wissen, was ist am effektivsten gegen einen Büchertypen? Ja, eine Bücherverbrennung, ne? Und damit haben wir Sexion entfernt. Und das war nur der erste, der mit der Überform-Folger-Strategie erledigt wird. Er ist meiner Meinung nach auch der Beste, um flüchtige Visionen zu farmen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich wirklich so wenig Schaden gemacht habe. Wahrscheinlich... ich habe während dem Sterben vergessen, die Flammenfessel wieder auszurüsten. Ich würde auch wirklich empfehlen, hier packt die Flammenfessel auf euer normales Schlüsselschwert, packt den Siegesbeweis auf euer Überform-Schlüsselschwert und ja, guckt euch das einfach an, was das für ein Damage-Unterschied ist. Einfach mit 61 Magie im Vergleich zu... Wo ist jetzt mein... Ja, der Unheilbringer ist schon nicht schlecht. Ja, oder halt eben hier die 65... Hä? 68. Ja, ich bin Idiot. Ja, 68 Magie. So. Könntet Feuer... hier eigentlich auch gleich drauf lassen, die Flammfässer. Die brauchen wir nämlich später nochmal. Es gibt nämlich noch einen, der ganz hart auf Bücherverbrennung steht. Für den nächsten Gegner würde ich euch wieder raten, die Combo-Plusse rausnehmen. Das hätte ich eigentlich für den schon machen sollen. Hat mir ein bisschen Nachteile gebracht, aber gut, soll jetzt kein Weltuntergang sein. Dann würde ich mal sagen, ich gehe nochmal zwischenspeichern und dann sehen wir uns gleich wieder hier.
So, als nächstes krallen wir uns Lexaeus. Und für Lexaeus braucht ihr eigentlich nur eins. Und das ist Refleger. Wenn ihr Refleger habt, habt ihr gewonnen. Ja gut, ein paar Ätherschaden auch nicht. Lexaeus ist unglaublich anfällig auf Refleck. Und das wird auch der letzte für die Episode sein. Gucken wir mal, wie viel Überlänge wir jetzt hier reinbringen. Aber das soll jetzt einfach so sein. Ne? Für den Anfang ist es natürlich nützlich, wenn ihr mit ihm umgehen könnt. Denn das hier funktioniert immer noch super. Wenn er anfängt zu kontern, kontert ihr mit Refleck. Und gebt ihn dann einfach nur noch dreckig. Er wird dann anfangen natürlich sich zu verbessern und mehr Damage machen zu wollen. Wenn ihr den mal hinbekommt, macht den natürlich auch. Ihr könnt ihn natürlich auch eine Combo verpassen, wenn ihr den hier macht. Solltet ihr vielleicht sogar. Einfach für extra Damage. Je mehr, desto besser. Aber ihr seht schon, der kann euch wirklich gar nichts. Oh, wow. Okay, das war komisch. Okay, er kommt jetzt mit seiner ultimativen Attacke. Hier, wie beim letzten Mal, blocken, Refleck. Dann gehen wir ihm wieder dreckig. Ah, er ist noch bis dann. Lange kann er nicht, wird er das nämlich nicht mehr durchhalten. Ah, er geht jetzt nochmal auf mehr. Macht er. Und damit haben wir ihn. Sehr schön. Und damit würde ich auch sagen, haben wir ihn schön mit über 80.000 weggeballert. Und damit würde ich auch sagen, machen wir für diese Episode ein Ende. Ihr seht also wirklich eher hier, solange ihr Refleck habt, habt ihr gewonnen. Selbst, ich habe sogar Fehler gemacht, wie nichts Gutes und hatte trotzdem kein Problem, ihn zu besiegen. Er ist auch ein guter Kandidat, um flüchtige Visionen zu grinden. Aber ihr seht, wir haben nicht mehr so viele vor uns. Beim nächsten Mal werden wir uns dann um Wechsen kümmern. Und er ist meiner Meinung nach der Schlimmste. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tredi.